Wir sind jetzt hier in der Kirche in Bad Fallingbostel angekommen. Kirche auf meinem Weg, Kirche auf unserem Weg. Und wir feiern auch diese Andacht im Namen Gottes, des Vaters, der uns immer wieder empfängt, im Namen des Sohnes, der immer bei uns ist, und im Namen des Heiligen Geistes, der in uns ist. Amen. Die Losung für den heutigen Tag, die steht bei Johannes im Kapitel 12. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Wir haben zu viele Kirchen. In der meisten Zeit stehen sie sowieso leer. Und sie werden zum Teil entwidmet, einer anderen Nutzung zugeführt. Wir haben einfach zu viel davon. Es sind doch eigentlich nur Häuser aus Steinen. Und es wurden einfach zu viele gebaut. Brauchen wir sie noch? Auch für Konzerte eignen sich nicht alle Kirchen. Und jetzt in diesen Zeiten machen wir doch sowieso vieles draußen. Und viele Menschen fühlen sich Gott sowieso näher in der Natur. Also, ich frage Sie, wie sehen Sie das? Brauchen wir so viele Kirchen? Können Sie sich eine Welt ohne Kirchen vorstellen? Als man während der Corona-Pandemie in keine Kirche durfte, weder zum Gottesdienst noch zum stillen Gebet, habe ich deutlich gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat, nicht in die Kirche zu dürfen. Im Urlaub gehe ich ganz gern in eine Kirche. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Kirche auf meinem Weg, da wo ich gerade bin, schaue ich mir auch gerne die Kirchen an. Manchmal nerve ich durchaus damit meine Familie auch etwas. Und wenn ich ehrlich bin, dann gehe ich in die Kirche und benutze sie manchmal als ein Museum. Ich gehe hinein, schaue mir alles an und dann gehe ich wieder hinaus. Das war's dann. Aber manchmal, wenn ich ehrlich bin, dann merke ich, dass ich mich wohlfühle in der Kirche. Dass es Momente gibt, wo mir das besonders gut tut. Ich fühle mich gemeinschaftlich getragen, angenommen, eingeladen, geborgen. Eine besondere Stille, die mich da umfängt. Ich komme zur Ruhe und ich bekomme Raum um mich herum. Es ist einfach schwer zu beschreiben, aber an diesem Ort spüre ich manchmal die Verbindung zu den vielen Menschen, die vor mir hier ihre Gotteserfahrung gemacht haben, die hier gebetet haben, die hier etwas miteinander und mit Gott erlebt haben. Kirchen sind besondere Orte. Sie sind keine Alltagsorte, auch wenn wir den Alltag nicht immer vor der Tür lassen können. Die Iraner, die zu mir in den Taufunterricht kommen, sind alle auf dem Weg. Auf einem Weg ins Ungewisse. Sie haben ihre Heimat verloren und sie wissen noch nicht, wie es weitergeht, wie ihre Reise endet. Sie gehen sehr gerne in die Kirche, zünden eine Kerze an, denken an ihre Lieben zu Hause und beten für sie. Viele Kirchen liegen auf unserem Weg. Erinnern Sie sich? Haben Sie mal gezählt, wie viele Kirchen Ihnen schon begegnet sind? Wenn wir innehalten und sie wahrnehmen, dann finden wir in stillen Momente Lichtblicke. Eine Kirche wird normalerweise so gebaut, dass sie nach Osten zeigt.
Wenn die Menschen aus der Gemeinde morgens im Gottesdienst sitzen, schauen sie dorthin. Im Osten geht die Sonne auf und das Licht scheint durch die Fenster hinein. Wir Christen vergleichen Jesus Christus gerne mit dem Licht. Ich bin das Licht oder ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. Dein Licht schenkt der Welt Wärme und Geborgenheit, Nähe und Liebe. Wir danken dir, dass dieses Licht hineinleuchtet in all unsere Fragen und Seelennöte, in unsere Hilflosigkeit und Ängste. Es zeigt uns den Weg zu einem Leben in Freiheit, Hoffnung, Wahrheit und tätiger Solidarität. Wir bitten dich, lass dieses Licht nicht ausgehen. Lass uns so viel von diesem Licht in uns tragen, dass auch wir zum Licht der Welt werden können. Dass auch wir Wärme, Geborgenheit, Nähe und Liebe schenken können und unsere kleine Welt ein wenig heller machen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes Licht in unseren Augen, Gottes Liebe in unseren Herzen, Gottes Güte in unseren Händen. So segne uns Gott, der Ewige, der in der Liebe mächtig ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist.